Moin. Hi. Wir sind on air, würde ich sagen. Herzlich willkommen an alle da draußen an den digitalen Empfangsgeräten zum ersten Werkstattbesuch im Rahmen der Classics to Click Messe. Ich bin Sven, ich führe euch heute den Tag über durch die verschiedenen Werkstattbesuche. Ich bin ein bisschen flatterig und hoffe, dass die Technik hält, dass die Internetverbindung immer da ist oder so, aber das wird schon alles hinhauen. Wenn ihr uns was reinrufen wollt, irgendwie diskutieren wollt, Fragen habt, dann packt das gerne in den YouTube-Chat. Ich habe doch eine Verstärkung hier. Anna, die könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, die sitzt mir gegenüber, die ist im YouTube-Chat drinne. Und ja, ich würde sagen, wir haben einiges vor heute. Wir haben jetzt schon unsere erste Live-Schalte am Start. Und wir starten heute mit Laura. Laura begrüßt uns aus ihrer privaten Scheune in Overath in der Nähe von Köln im Bergischen Land. Hallo Laura. Hallo, ihr Lieben. Genau, ich wollte euch heute mal so ein bisschen durch meine Werkstatt führen, beziehungsweise Scheune, wie das so ist. Hier ist trotzdem auch ein bisschen Verkehr. Und ja, ich wollte euch einfach mal so ein paar Projekte, an denen ich aktuell so arbeite, mal zeigen. Und ja, ich denke, dann kommt so ein Flow wahrscheinlich rein. Genau, Genau. Laura, kurz zu dir. Du bist ja Ingenieurin für Fahrzeugtechnik. Also du bist vom Fach, du bist Kfz-Sachverständige und was ich noch viel spannendere finde, du bist Forensikerin für Oldtimer. Da kommen wir aber später dazu. Du wolltest uns jetzt erstmal einmal ein bisschen zeigen, was bei dir in der Halle so rumsteht. Ganz genau. Also ich wollte nachher noch mal so ein bisschen anzeigen oder euch präsentieren, wie wir wirklich die Fahrzeuge auf die Originalität untersuchen und was für kleine noch anwenden könnt. Und vorab aber halt einfach mal so ein bisschen Tour geben, weil es ist ja am Ende des Tages doch ein Werkstattbesuch. Genau. Also angefangen mit meinem kleinen Morris, den benutze ich mehr oder minder als Daily im Moment. Ist auch gut mit Stück, weil passt überhaupt. Das ist ein Morris Minor Traveler Woody. Den haben wir jetzt seit einigen Jahren und den benutze ich seit 4, 5 Jahren wirklich, also wirklich eigentlich mehr oder minder als Daily. Natürlich irgendwie eher im Kreis Bergisches Land hier. Genau, ja. Wahnsinn, den fährst du im Alltag? Ja, also es ist tatsächlich wirklich, also erstmal ist es ja ein Rechtslenker. Und man muss auch so ein bisschen die Gänge suchen. Das Witzigste ist dabei der Blinker, weil der blinkt so richtig so ding, ding, ding. Und wenn man damit nachts fährt, dann ist der Blinker heller als das Scheinwerferlicht. Okay, Aber das ist Rechtslenker, das ist super. ja, ich finde das manchmal schon komisch umzudenken zwischen Automatikgetriebe und Schaltgetriebe. Also ich habe ein Automatikauto und ich habe ein Schaltauto und mir kommt das dann halt, wenn ich den Schalter dann halt irgendwie längere Zeit fahre, dass ich dann automatisch versuche, irgendwie die Gänge beim Automatikauto reinzuhängen. Aber zwischen Rechtslenker und Linkslenker hin und her zu denken, das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung, oder? Habe ich noch nie Probleme mit gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das lag mir irgendwie schon immer im Blut. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich auch 1,5 Jahre in England gelebt habe. Von daher kommt das wahrscheinlich auch so ein bisschen natürlich. Aber Perfekt. ja, das Auto ist halt recht übersichtlich. Dadurch hat man jetzt nicht so die Probleme, auf den Straßen auch mal zu überholen oder so, weil ja, es ist relativ schmal und auch sieht relativ lang aus, aber es ist komplett übersichtlich und von daher fährt es sich eigentlich echt easy. Und das Schönste ist eigentlich, sowohl ich habe ein Lachen oder ein Grinsen im Gesicht, wenn ich da drinnen fahre, und jeder andere auch, wenn man das Fahrzeug sieht, weil ob es jetzt die Oma ist oder ob es das kleine Kind ist, jeder irgendwie findet das Ja. Auto ganz süß zum Angucken. Ja, ist auch ein echter Hingucker. Also, weil für Leute, die denken sich wahrscheinlich, okay, was hat Holz an einem Auto zu suchen? So, ne? Heutzutage irgendwie so Steifigkeit und alles so auf Stabilität und dann ist da auf einmal Holz irgendwie mit drinne. Das ist ja nicht, das ist ja kein Dekor, sondern das ist ja richtig mit eingearbeitet, oder? Genau, es ist ein Bestandteil vom Rahmen. Allerdings ist es jetzt bei dem Fahrzeug auch schon, ja, also es ist ein Bestandteil davon, den kann man jetzt nicht einfach wegnehmen und Dekorplatten draußen, sondern innen geht es genauso weiter quasi. Aber man sieht auch, dass für den immer wieder sehr viel pflegebedürftig ist, weil er halt auch natürlich auch draußen steht. Wie gesagt, das ist jetzt nicht nur ein Wohnzimmerstück, sondern er wird benutzt. Dementsprechend steht er dann auch mal im Regen und das Holz wird natürlich dementsprechend in Mitleidenschaft gezogen. Aber wie jeder andere Oldie auch, man muss ein bisschen pflegen, ein bisschen warten. Und da muss man ab und zu mal das Holz noch ein bisschen schleifen. Ja,
Das ist ja auch Teil der Leidenschaft, also dass man das jetzt nicht so als Nutzfahrzeug, ich will nur von A nach B fahren, sondern man will sich ja auch mit der Materie beschäftigen und ein bisschen schrauben. Ja, absolut. Was habt ihr noch in der Werkstatt stehen? Genau. Also hier der kleine gelbe Flitzer, ich nenne ihn immer mein Sunshine Car, das ist ein Lotus Elise S1, ist jetzt nicht so wirklich Oldie, weil 98er Baujahr, also eher so ein Youngtimer. Ist aber einfach mein kleines Sportfahrzeug und ich habe da jetzt letztes Wochenende ein bisschen dran geschraubt, deswegen steht sie aktuell hier drin. Spannender ist aber eigentlich so dahinter, können wir mal gucken. Da ganz hinten steht noch eine NSU Pony, ist jetzt leider ein bisschen verschreckt. Ist von 38, ein super süßes Moped, wo ich im Moment noch ein bisschen am Vergaser. Und jetzt los. Das ist alles live. Alles live, ja, also kann ich leider auch nicht beeinflussen. So ist das. Kein Problem. Das ist auch immer ganz witzig, weil die Nachbarn dann gucken kommen und die Kinder kommen dürfen. Und die NSU Pony, die ist von 38. Super toll ist, also noch mit Gangschaltung am Tank vorne und macht super, super viel Spaß. Ist halt mehr so ein bisschen so Leisure-Bike. Ich bin sie leider bisher noch nicht gefahren, weil ich immer noch Kleinigkeiten habe und bei so einem Moped, also wir kennen alle, beim Motorrad ist nicht so viel Raum und einmal herum, also muss es da wirklich fassen. Also bin ich da noch ein bisschen am Schrauben. Dann haben wir noch ein Demo. Das ist unser neues Zugang. Ja, pass auf. Den Namen kann ich dir buchstabieren, ob ich den jetzt richtig ausspreche. Französisch spreche ich nicht super Quatsch oder so. Eine witzige Story, den haben wir tatsächlich bei Katawiki gefunden. Erstes Mal bin ich da so online rumgesurft und ja, in Corona-Zeiten haben wir irgendwie alle Netzzeit im Netz verbracht. Und der wurde von einem Opa, wurde der restauriert komplett in Frankreich. Und der war also mit der kompletten Dokumentation dazu, mit den originalen Briefen und Pappendeckelbrief quasi in Deutschland, ja, und alles dazu. Und dann haben wir gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein und wurde für, ich glaube, 6.000 Euro oder so angeboten, keine Ahnung. Und dann nachher ging er weg für noch weniger. Naja, und wie das dann halt so ist, dann haben wir irgendwie auf einmal das Fahrzeug noch hier gehabt. Und ich träume so ein bisschen davon, die Weinkisten hinten rein und entweder durch den Rheingau hier in Deutschland oder dann wirklich mal nach Frankreich zu fahren. Ach, schön. Aber. Ja. Was ist nach rechts? Genau, das ist, der steht leider schon was länger lahm. Und zwar ist das ein Couture. Ist auch eine französische Automobilhersteller gewesen. Der ist von 1910, also wirklich noch mehr Kutsche als Auto. Den sind wir früher auch gefahren tatsächlich. Jetzt hat er aber einen Hinterachsbruch erlitten und die Hinterachse ist mehr Holz als alles andere. Und es ist relativ schwierig, jemanden zu finden, der sich da erstmal mit auskennt, geschweige denn sich dann anfangen möchte reinzufuchsen. Woher kriegt man überhaupt die Teile dafür? Also wo fängst du da jetzt an zu suchen? Nee, Teile bekommt man nicht, beziehungsweise wenn man nur Glück hat, vielleicht noch von einem anderen Fahrzeug, was irgendwie überlebt hat. Man muss sich einfach viel dann bauen und dafür braucht man jemanden, der sich dann da reinfuchst. Und ich habe zum Holz, ich bin nicht so der Holzwurm, muss ich andere Projekte gehabt, dass ich mich eben noch nicht angenommen habe. Aber ich habe auch immer gesagt, bloß nicht weggeben, weil irgendwie ist es trotzdem ein cooles Fahrzeug. Und wir haben Gemälde davon, wie mein Papa und meine Mama früher damit gefahren sind. Und irgendwie ist das so ein Kindheitstraum. Irgendwann mache ich den dann auch mal. Ja, dann darf der nicht weg. Der darf auf gar keinen Fall weg. Aber man darf sich an ein Projekt erst rangeben, wenn man weiß, okay, man ist es auch überschaubar. Man hat jetzt so und so viel Zeit, sich da auch rein zu investieren und zu denken. Und das wird irgendwann anders mal stattfinden. Ja. Also du hast ja offensichtlich halt irgendwie auch die schöne Situation, dass du da den Platz hast und einfach mal auch ein Projekt an die Seite schieben kannst. Ich wohne ja mitten in St. Pauli hier in Hamburg in der Stadt. Das heißt, ich muss halt irgendwie Autos immer irgendwie von einer Seite zur anderen halt irgendwie karren. Und ich hätte gerne den Luxus, dass ich einfach mal was in die Ecke stelle und da jetzt irgendwie ein Jahr lang nicht rangehe. Also das muss ich dich schon beneiden um den Platz. Ja, Vorteil, warum auf dem Land leben. Ja. Definitiv. Nee, also die Scheune ist schon viel wert und ich genieße das auch, wenn man nach einem langen Arbeitstag oder wir sind ja viel in so, wenn wir so eine ganze Woche dann unterwegs sind, weil wir fahren immer zu den Fahrzeugen und besichtigen dann vor Ort, sind wir also auch super, super viel international und national unterwegs und dann ist das eigentlich schön, wenn man dann doch mal wieder hier ist und abends einfach mal entspannt ein bisschen rumschrauben kann. Ja. Da genieße ich dann die Ruhe doch sehr. Ein Fiat 1600 hast du mir noch versprochen?
Genau. Hier ist mein Stückchen. Das ist das aktuelle Projekt, an dem wir viel arbeiten. Das ist eine ganz schöne Story. Das ist ein Pärchen, was wir mal gekauft haben vor ein paar Jahren. Und zwar ist das jetzt das hier das Cabrio mit dem Oscar-Motor und wir haben auch das Coupé dazu. Ah, okay. Und das, also das Coupé steht jetzt gerade noch beim Lackierer. Ist peu à peu, machen wir gerade den Motor, habe ich letzte Woche fertig gemacht. Jetzt fehlt quasi, dass wir den Motor einheben und dann können wir die Achse und dann können wir den Rest zusammenstecken, dann ist das Auto, das sieht auch gar nicht so fertig aus, aber alle anderen Teile, also alle Baugruppen und Komponenten sind fertig, wir müssen jetzt quasi nur noch zusammenstecken, aber es kommt langsam und das Spannende bei den beiden Fahrzeugen ist, also zum einen ist es halt das Pärchen und zum anderen haben wir wirklich noch, ich habe die Briefe und so mal rausgekramt, wir haben noch den originalen Pappendeckelbrief und das ist so hervorragend. Einfach super spannend und das hier das Cabriolet, das ist in Deutschland ausgeliefert worden und der das Coupé, da haben wir auch noch alle Briefe aus Italien und alle Dokumentationen und das ist wirklich, das sind zwei Ordner komplett voll und als wir das gesehen haben, weil das ist so, also wir sind keine Fans davon, eine Komplettrestauration durchzuführen, das war jetzt bei den beiden Fahrzeugen leider notwendig, trotzdem haben wir uns sehr, sehr viel Arbeit gemacht, quasi sehr viel Originalsubstanz zu erhalten. Mhm. Also Karosserie ist nahezu original, aber musste komplett entlackt werden. Mhm. Und haben aber halt diese tolle Dokumentation dazu. Und das ist so, die Autos erzählen nichtsdestotrotz noch eine Geschichte. Ja, das macht Spaß. Kann ich komplett nachvollziehen. Ich habe mir letzten Traum erfüllt. Ich habe mein erstes Auto wieder gekauft, ein VW Corrado von 89. Und ausschlaggebender Punkt, das eigentlich war das Auto viel zu teuer für den Zustand, aber ausschlaggebender Punkt, weswegen ich den eigentlich gekauft habe, war, dass der Original Kaufvertrag in D-Mark noch mit dabei gewesen ist. Und so, da habe ich gedacht, irgendwie, das ist so eine Historie, das finde ich so geil, den muss ich unbedingt haben. Ja, davon träumt man. Also davon träumt man. Mein Papa hatte eine ähnliche Story tatsächlich. Wir haben letztes Jahr haben wir einen DKW gefunden. Den hat mein Papa, das war das erste Auto, beziehungsweise das Auto von meinem Opa. Und das ist das erste Auto, mit dem er immer rumgefahren ist. Und jetzt hat er einen gefunden. Der Opa, der der Fahrzeughalter war, hat den damals original, also hat den so ausgestattet und sich den bestellt bei DKW. Mhm. Hat aber nie einen Führerschein besessen. Also hat dieses Fahrzeug ein Leben lang gehabt, aber hat sich immer von seinem Nachbarn fahren lassen an einem Sonntag. Krass. Und das Fahrzeug hat wirklich, also das hat an den Türen noch quasi die Schweißfolie, wie das vom Werk kam. Mhm, also, Wahnsinn. Wir haben dieses Fahrzeug gesehen und es hat gelebt, nichtsdestotrotz, aber halt mit so viel Liebe zum Detail ist es halt quasi wirklich eher konserviert worden. Und mit allen Dokumentationen, also der hat selbst jede Tankung hat der quasi notiert. Also der ganze Leben ist komplett notiert, schwarz und weiß. Und das ist krass. So noch nie erlebt. Und bei einem Fahrzeug, was ja jetzt nicht utopische Preise oder so hat, sondern einfach nur aus dieser Leidenschaft heraus. Mhm. Ja, da habe ich dann auch irgendwie mit meinem Kumpel drüber gesprochen, als wir den Wagen nach Hause gefahren haben. Wer würde heutzutage daran denken, wenn er einen Neuwagen irgendwo kauft, alles aufzuheben, weil spätestens nach 3 Jahren würdest du sagen, so, ach hier, ich brauche nicht mehr für die Steuer, Kaufvertrag wird weggeschmissen und so. Wer würde heute noch auf den Gedanken kommen, 30 Jahre alles aufzuheben, was er halt irgendwie an seinem Fahrzeug gemacht hat, weil er halt irgendwann denkt, so, ja, der Golf 7, der wird wahrscheinlich irgendwann mal viel wert sein. Da denkt ja keiner mit. Aber da ist der Unterschied. Ich glaube, es ist bei den meisten Leuten damals, also das ist nicht aus dem Gedanken heraus gewesen, okay, das hebe ich jetzt auf, weil ich möchte den irgendwann verkaufen und das würde dann helfen, den Verkaufswert zu steigern. Sondern ich glaube ganz im Gegenteil und also nicht nur, ich glaube, das wird sehr wahrscheinlich so sein, dass es eher daraus war, dass es halt einfach ein Automobil war damals noch, was man sich angeschafft hat, was einfach viel, heute ist das ein absoluter Gebrauchsgegenstand, jeder fährt ein Auto und das war nicht immer so und das war einfach quasi dieses Ermöglichen und dann die Leidenschaft dahinter, dieses Fahrzeug jetzt zu besitzen und dann quasi alles drumherum aufzubewahren und irgendwie da mitzuhalten. Und ich denke, dass in den 90er Jahren wurden erst Oldtimer quasi so entdeckt mit den Wertsteigerungen bis Enzos Tod, Ende der 90er. Und dann kam erst ja dieser Schwung, sage ich mal, mit auf, wo man dann wirklich den Leuten sagen kann, okay, jetzt habt ihr wahrscheinlich das gesammelt, weil irgendwo eine Wertsteigerung in Sicht war. Aber
früher davor war das sicherlich rein aus dieser Leidenschaft und rein aus diesem Enthusiasmus dem Automobil gegenüber. Und das ist ein sehr schöner Gedanke eigentlich. Ja, stimmt. Da kommen wir ja zu deiner zweiten Leidenschaft. Also du machst es ja halt wie nicht nur aus Hobby, sondern du befasst dich ja auch beruflich mit Old- und Youngtimern. Und da finde ich das, wir haben so im Vorgespräch, hast du mir irgendwie erzählt, so ja, wir nutzen halt forensische Methoden, um die Authentizität von Old- und Youngtimern festzustellen, ein bisschen die Historie wirklich mal zu durchleuchten. Kannst du mal erzählen, wie ihr das genau macht und wie ihr da vorgeht? Absolut. Also es ist grundsätzlich so, dass wir ein Fahrzeug immer wie ein Puzzle betrachten. Und zwar ist das Puzzle ganz gewesen, als es mal das Werk verlassen hat. Und ab dem Zeitpunkt sind immer mehr Puzzlesteine quasi verloren gegangen, beziehungsweise weggebrochen. Es kann ein Gebrauchs- oder ein Verschleißteil sein, wie ein Bremsschlauch oder eine Achsmanschette oder sonstiges. Oder eben dann, wenn vielleicht mal der Motor irgendwie einen weg hatte oder das Fahrzeug einen Unfall erlitten hat und solche Geschichten. Also über die Zeit versuchen wir nachher dieses Puzzle so vollständig wie möglich wieder zusammenzubauen. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt an ein Fahrzeug rangehe, dann schaue ich mir das Fahrzeug Baugruppe für Baugruppe an. Und ich habe dann, je nach Fragestellung, also ich sage nicht, ich mache von vornherein das volle Programm, sondern ich gucke mir das Fahrzeug an. Und sobald so Fragezeichen kommen, wenn ich zum Beispiel sage, der Motor, der passt eigentlich jetzt nicht, das kann nicht sein, dann schaue ich vielleicht auf der Datenkarte nach, also fordere die Datenkarte beim Hersteller an und schaue danach, ob das Matching ist, das berühmte Matching-Wort. Ist ja nichts anderes, wie dass die Nummern, die am Fahrzeug befindlich sind, bei der Auslieferung, also mit dem Auslieferungspapier übereinstimmen. Ja, ja. Da habe ich, ich hatte mal einen Dodge Charger von 68 und da habe ich dann auch irgendwie mit meinem Ami-Schrauber darüber diskutiert und so und habe ich ihm gesagt, ja, Matching Numbers, Matching Numbers. Dann hat er gesagt, Sven, weißt du eigentlich, was Matching Numbers bedeutet? Matching Numbers bedeutet, dass jeder Schlauch, jedes Verschleißteil noch das originale Teil im Auto ist. Ich dachte eigentlich, dass es nur die Kombination ist aus Motor, Getriebe, passt zum Auto, aber das ist ja noch viel, viel mehr. Ganz genau. Also es gibt wesentlich mehr Prägekennzeichnungen am Fahrzeug, wie normalerweise quasi gang und gäbe im Gesprächsbrauch ist. Also wir reden oft nur von Matching Numbers, vom Motor, Getriebe und der Fahrgestellnummer, vielleicht noch der Karosserienummer. Es gibt aber noch wesentlich mehr Prägekennzeichnungen. Also wie er eben gesagt hat, am Bremsschlauch gibt es oft so eine DOT-Nummer, die kennen wir so normalerweise von den Reifen. Die befindet sich auch an den Schläuchen. Also man sieht, wann das eingestellt wurde. Ob man jetzt so weit geht, dass man Matching-Number wirklich so weit geht, das ist einfach, also ob man das wirklich sagt, das Fahrzeug ist nur Matching, wenn all die Verschleißteile auch mit einbegriffen sind. Es ist einfach Definitionssache, muss sich jeder für sich selber definieren. Mhm. Nichtsdestotrotz verleitet dieses Matching-Number, was ja eine Wertsteigerung mit beinhaltet. Ja, das ist Zauberwort auf allen Online-Plattformen. Wenn Matching-Numbers dazu steht, dann kannst du gleich mal 5.000 bis 10.000 Euro draufrechnen. Ja, ganz genau. Und das verleitet natürlich im Umkehrschluss dazu, dass man vielleicht bei den Nummern, ja, also eine Nummer mal wegschleift oder die Nummer nicht mehr da ist oder es ist vielleicht ein Austauschmotor gewesen vom Werk und der hatte dann keine Nummer und dann wird halt eine Nummer zusätzlich eingeschlagen oder man nimmt einfach ein anderes, man kann ja auch einen Motor nehmen, der nicht die gleiche Nummer hat und dann sonstige Sachen machen. Und wir haben halt da die Möglichkeit, über diese forensischen Methoden, die du eben angedeutet hast, können wir halt quasi so Sachen aufdecken. Und ist es dann so wie bei CSI Miami oder was? Oder wie gehst du dann mit dem Mikroskop irgendwie an das Blech ran? Oder wie muss man sich das vorstellen? Kannst du einfach mal zeigen. Also jetzt bei Prägekennzeichnung, weil wir jetzt so lange hier ausgeholt haben, was ja für die Matching-Number-Geschichte wichtig ist, ist es so, dass es, also die Prägekennzeichnung, die wird eingeschlagen mit einem Schlag. Ich wollte schon sagen Stein, aber mit einer Schlagzahl wird die eingeschlagen in das Material. Im Regelfall wird es Stahlblech sein, kann auch manchmal Aluminium, aber normalerweise nicht. Und das heißt, es findet eine Kornverschiebung statt. Also das eine ist, dass ich jetzt visuell die Nummer sehe und das andere ist, was unten drunter vielleicht noch im Material sichtbar ist, also aber non-visuell sichtbar ist. Mhm. Das heißt, wenn ich
eine Nummer, sage ich mal jetzt ganz rudimentär, wie wir das alle irgendwie uns jetzt vorstellen, jemand schleift die Nummer weg, dann macht er die ja erstmal nur visuell sichtbar weg. Das geht bis 0,3 μ runter, also 0,3 mm, Entschuldigung, und dann schleift er die weg und schlägt mir danach eine neue ein. Jetzt ist es ja so, das Material ist natürlich um die Stärke weniger, also das Material fehlt, das ist dünner an der Stelle, aber oft leider nicht messbar. Also hier ist das perfekte Beispiel, ich würde nicht rankommen. Habe ich hier die Fragestellnummer von meinem 1600er. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, früher haben wir das gemacht und haben die Methode frei verwendet. Das ist eine Ätzmethode, die ist aber zerstörend. Das heißt, die Nummer, also alles, die würde man hier drauf tragen und mit Hitzeeinwirkung würde danach eine Nummer, die vielleicht noch drunter liegen würde, hervorploppen. Also okay. von dem Negativen ins Positive. Ist aber zerstörend. Das kann man einmal machen, das kann man auch nicht mehr rückgängig machen. Das heißt, man hat dann hier oben quasi eine Erhebung, anstatt nach unten zu gehen. Jetzt gibt es über die Zeit, haben wir immer mehr uns damit beschäftigt, dass wir versuchen, möglichst non-invasiv diese Prüfungen durchzuführen. Und im Prägekennzeichenbereich gibt es ein Magnetresonanzverfahren. Und zwar ist das eine Methode, die damit quasi mit dieser Magneteinwirkung, die ich reingebe ins Material, quasi schaue, wo die Korngrenzen sich verschoben haben oder wo irgendwelche Fehler sind. So, jetzt habe ich sehr viel Technik gelabert, jetzt mache ich es einfach mal. Ne? Also, ich habe dafür dieses, das sieht ein bisschen aus wie Aluminiumfolie, ist aber nicht. Es ist tatsächlich aus einer Blackbox heraus und relativ teuer. Das ist quasi mein Speicher. Was ist das genau für ein Material? Der Teststreifen? Was ist das? Es ist Zeugs. Wie dem auch sei, es ist jetzt für den Fall jetzt hier einfach mein Speichermedium. Ja? Ich habe einen relativ starken Magneten. Und ich gehe jetzt über die Nummer. Muss man auch ein paar Mal üben. Und habe das jetzt erstmal aufgenommen. Wir sehen hier gar nichts. Also es ist halt aktuell noch nicht sichtbar. Und dann habe ich hier ein Gerät, was einen Kristall beinhaltet und dann ein Interpretationsprogramm quasi da drin. Dann führe ich den Streifen ein. Das habe ich jetzt eben schon gemacht, weil das dauert tatsächlich ein bisschen. Das machen wir jetzt hier nicht leicht. Und dann bekomme ich visuell sichtbar, was quasi das Gerät sieht. Jetzt ist es so, hier sehe ich ja jetzt die Nummer, die wir eben auch hatten. Ja. Alles super. Jetzt denkst du ja im ersten Moment, ja gut, jetzt sehe ich genau das, was wir auch gerade so da gesehen haben. Aber nein, das geht auch tiefer. Also es geht in mehrere Schichten. Je stärker der Magnet, desto stärker gehe ich in diese Schichten rein und kann quasi noch tiefer unten drunter gucken. Was ich aber also auch nicht das sehe. Ist jetzt nicht so, muss ich mir jetzt nicht so vorstellen wie ein Schreibblock, wo jemand mit Bleistift drauf geschrieben hat und hat das oberste Zettelchen weggenommen und dann durch Schraffur mache ich halt die Druckstellen wieder sichtbar. Gar nicht, man sieht nichts hier drauf, aber jetzt zeige ich dir nämlich das, was spannend ist. Hier habe ich mal ein Beispiel. Und zwar visuell sichtbar waren nur die Nummern, die du jetzt hier oben auch siehst. Aber hier siehst du Doppelschläge. Du siehst unter der 3 eine 7. Oder auf jeden Fall noch was. Und hier siehst du auch Schleifspuren. Und hier siehst du nochmal von der 5 im Bauch. Und hier siehst du noch eine 1 unten drunter. Und so Geschichten werden auf einmal sichtbar, die ich vorher mit dem bloßen Auge nicht sehen konnte und mir Indizien geben, okay, hier muss irgendwas gewesen sein. Gerade so Schleifspuren. Also eine Nummer, da darf keine Schleifspur sein, weil warum sollte vorher das Material geschliffen worden sein im Werk, bevor die Nummer eingeschrieben wird? Völlig unlogisch. Also werde ich dann aufmerksam. Ich setze dann einfach mal ein Fragezeichen dahin. Und so gehe ich mit dem ganzen Fahrzeug vor. Also das ist jetzt eine Nummer am Fahrzeug. Ich gehe so mit allen Nummern, die ich finde, vor, wenn die ein Fragezeichen aufwerfen. Also wenn ich sage, das sieht ein bisschen komisch aus oder hier müssen wir nochmal gucken. Und ich kann, das ist jetzt im Prägekennzeichenbereich, dann gibt es die Möglichkeit, dass wir in den Karosseriebereich oder in die Blechstärken reingehen. Also ich kann ja genauso gut sagen, das habe ich eben kurz angedeutet, dass die Blechstärke sich ja auch verändert haben kann, beziehungsweise gerade so bei einem 2-7-S kennt jeder von uns, leicht auch. Da unterscheidet sich das Material zwischen 0,88 und 0,8 mm. Also das kann keiner erfüllen, das ist schwierig mit der Messuhr irgendwie sonst festzustellen,
Also da brauche ich dann auch nicht ankommen, wie so manche Leute, wenn man ein Auto verkaufen will, da kommt immer jemand mit so einem Magneten an und genau. Macht dann irgendwie überall seinen Magneten dran und denkt halt irgendwie, dass er dadurch halt irgendwie feststellen kann, wie, ob da jetzt irgendwie zu viel Spachtel drauf ist oder sowas. Ja gut, also das Einzige, was man damit feststellen könnte, ob es Aluminium oder Stahlblech ist und alles andere wird ein bisschen schwierig. Es gibt auch, also bei Dünnblech ist es tatsächlich so, dass man an der, also was oft gemacht wird, ist dann am Dach einzudrücken oder in der Mitte von der Tür. Weil man kann das Blech, wenn es sehr dünn ist, kann man das mehr so einwölben lassen, ja. Aber du wirst den Unterschied zwischen 0,8 und 0,88 Blech nicht feststellen können mit deinem Finger. Ja. Und dementsprechend ist dann so eine forensische Methode wie das Ultraschallmessgerät wichtig, dass wir da wirklich die Blechstärke aufnehmen können. Mhm. Anders ist es mit der Lack, was du gerade gesagt hast, Lack- und Spachtelstärke. Dafür machen wir mit einem lackschichtigen Messgerät. Das hat mittlerweile fast jeder zu Hause. Spannend dabei ist es aber halt, dass man wirklich auch verdeckte Unfälle feststellen kann, damit, dass man damit schauen kann, ob wirklich das Aluminiumblech an den Stellen eingesetzt wurde, wo Aluminiumblech zum Auto gehört und solche Geschichten. Mhm. Aber eine Sache noch, bevor wir jetzt hier... Eine Sache möchte ich nämlich mitgeben. Und zwar, was wir auch ganz viel machen, ist, also wie beurteile ich, wenn ich jetzt mir ein Fahrzeug kaufen möchte als Privatmann oder sonstiges, oder ich auch als Ingenieur, meinetwegen als Sachverständige, wie beurteile ich jetzt einen Motor, ein Getriebe, eine Hinterachse? Ist relativ schwierig, also immer mit sehr viel Aufwand verbunden und im Regelfall, ich muss das Bauteil öffnen. Eine einfache Methode ist, indem ich einfach eine Ölprobe entnehme. Reicht für 50 Milliliter, habe ich jetzt hier schon gemacht. Einfach normale Spritze aus der Apotheke oder sonstiges nehmen. 50 Milliliter und dann gibt es die Firma ölcheck.de. Da kann man dann die Probe einsenden und die schicken zurück so ein Analyseblatt. Jetzt muss man noch ein bisschen interpretieren können und dann kann man sehr viel über das Aggregat aussagen. Sagen wir mal, beim Motor kann ich dir nachher wirklich sagen, ob die Kopfdichtung vielleicht hin ist, ob die Lagerschalen langsam ein bisschen kommen, ob vielleicht irgendwo im Kurbeltrieb irgendwas ist oder sonstiges. Oder ob er zu viel Kraftstoff im Betrieb, im System quasi hat und damit irgendwann die damit irgendwann die Zylinderwände abgewischt werden und irgendwann doch ein Presser passiert. Also ich kann sehr, sehr viel damit aussagen, das kann jeder einfach so machen und empfehlen wir immer simple Methode. Ja. Ey, total spannend. Also im Nachgang müssen wir nochmal sprechen. Ich will unbedingt ein Praktikum bei euch machen oder anfangen zu arbeiten. Ich kündige meinen normalen Job, weil ich das finde, anderen mache ich doch nicht. Aber ich finde es total spannend, wie ihr da rangeht und so, weil ich meine, jeder kennt ja halt irgendwie so ein paar Methoden und hat dann da irgendwie seine Tricks und Kniffe. So, da wird dann mal irgendwie der Finger ins Motoröl gepappt und dann geschmeckt. So, das ist ja irgendwie alles so ein bisschen Quatsch und so. Also bei euch habe ich wirklich so das Gefühl, dass ihr da mit Wissenschaft irgendwie da dran geht. Wenn du mal so zurückdenkst, so alle Autos, die du dir bisher so angeguckt hast, was war da so der krasseste Fall, der dir untergekommen ist? Also wir haben wirklich mal ein Fahrzeug gehabt, der sollte vermeintlich ein Fahrzeug sein, was dann irgendwie im mehrstelligen Millionenbereich war und ist nachher wirklich ein gekürztes Chassis, also im Rahmenbereich komplett gekürzt. Und ja, also ich glaube, ich habe nichts Originales am ganzen Fahrzeug gefunden. Wahnsinn. Es gab schon Unterlagen dazu, die verifiziert haben, dass das Fahrzeug super klasse ist und das Schwierige dabei ist dann die Kommunikation dem Kunden gegenüber oder dem Fahrzeughalter gegenüber, der vermeintlich auch noch denkt, oh je, ich habe ein Originales und dem beizubringen. Naja, es ist vielleicht nicht ganz das, was er jetzt denkt. Also das sind immer so Gratwanderungen, aber das macht den Job halt auch wieder so spannend. Also und wie gesagt, es ist immer diese Vorgehensweise, dass man einfach sich eine Baugruppe per Baugruppe nimmt und Fragezeichen dran stellt. Das ist das Nächste. Man darf auch nicht einfach so, wenn man jetzt sagt, okay, da ist eine Nummer doppelt geschlagen, dann ist die auf jeden Fall gefaked. Das Wort, das jeder benutzt. Auf gar keinen Fall. Ich habe schon Erklärungen gefunden für Sachen, dass das einfach wirklich vom Werk aus genauso war. Also man darf immer nur ein Fragezeichen dran machen und dann muss man recherchieren. Und das ist das Allerwichtigste in diesem Job, diese Recherche. Man muss alles hinterfragen. Erstmal sich selber natürlich auch, was man da feststellt und dann hinterfragen, warum könnte das vom Werk aus so gekommen sein? Und wenn man dafür keine Antwort findet, naja, dann kommen wir vielleicht eher in die Richtung. Okay. Und wenn mal angenommen, ich liebäugel jetzt mit einem Oldtimer, der
authentisch sein soll und wo ich nicht so richtig weiß, wo ich mir nicht so richtig sicher bin. So, kann man euch als Normalsterblicher, sage ich jetzt mal so, beauftragen oder so? Oder was sind so typische Autos, wo ihr sagt, irgendwie, ja, da lohnt sich das halt irgendwie dann schon, das zu checken? Wir machen alles. Also wir sind ja auch für den ganz normalen, ja, für den normalen Fahrzeugbereich unterwegs, also ob es jetzt ein Ford Ka ist, sage ich mal, im Schadenbereich. Nein, aber wir machen auch den ganz normalen, also wir machen auch im normalen unteren Bereich Fahrzeuge und machen da, ob es jetzt ein Wiederherstellungswert ist, weil man viel rumgebastelt hat und viel modifiziert hat, oder ob es dann wirklich der Marktwert ist, die Ermittlung, oder die Originalitätsermittlung. Aber wir gucken uns ein Fahrzeug an und eigentlich ergibt sich dann die Fragestellung. Also es ist falsch herum zu sagen, nee, wir machen keine Fahrzeuge im unteren Bereich, sondern da machen wir ja logischerweise auch weniger. Also ich werde niemals ein MRT anwenden, wenn es nicht vonnöten ist, weil ich kriege ja keine Mehrinformationen. Also nur wenn ich denke, okay, hier bekomme ich jetzt mehr Informationen, weil ich irgendwie ein komisches Gefühl habe oder weil ich was sehe, was ich nicht erklären kann auf den ersten Hinblick hin. Also ich benutze nur die Forensik, oder ich gehe tiefer in die Forensik rein, je tiefer ich muss. Okay. Jetzt bist du ja wahrscheinlich vorgeprägt, du arbeitest ja in der Firma deines Vaters, also das heißt, du hast das vielleicht halt schon dein Leben lang irgendwie immer so mitbekommen oder so, oder wie hat sich so deine Leidenschaft für Oldtimer und so und für dieses spezielle Feld so entwickelt? Ja, tatsächlich natürlich durch meinen Vater. Ich bin ja jetzt auch bei ihm im Ingenieurbüro Kuckuck eingestiegen. Und ja, ich bin damit groß geworden. Wir haben immer Oldtimer als Alltagsfahrzeuge gehabt. Also bin ich einfach, für mich war der Oldtimer ein ganz normaler, ja, Gegenstand in meinem Alltag, schon mal klein auf. Und ich war immer technikaffin, also ich habe immer viel mit rumgeschraubt oder habe dann irgendwie Sachen hinterfragt. Und gerade dieses Recherchieren fand ich immer super spannend, weil ich lerne gerne auch dazu und das beinhaltet das automatisch. Dann habe ich natürlich beschlossen, okay, welches Wort studieren wir jetzt? Fahrzeugliche Maschinenbau hat sich angeboten. Dann bin ich erst noch eine Zeit abgedriftet in den modernen Automobilbereich, in die Entwicklung, was ich auch super spannend fand. Aber ich habe einfach gemerkt, dass der Oldtimer mir doch sehr am Herzen liegt und mir gefehlt hat. Und habe dann gesagt, warum nicht ins Ingenieurbüro Kuckuck einsteigen, wo ich die Kombination habe. Ich habe die modernen Automobile im Supersportbereich und ich habe halt auch genau diese Herzstückchen. Und das sowohl, ich habe vorhin vom DKW geredet, von dem rede ich, glaube ich, fast enthusiastischer, als ob es jetzt wieder ein dranes Flügeltürer ist. Nicht wieder, ist vielleicht auch falsch formuliert, aber es geht einfach darum, dass ich, also für mich ist zum Beispiel der Fahrzeugwert etwas, was total, ist bei der Rangliste ganz weit hinten, sondern wichtig ist eigentlich das, was das Fahrzeug zeigt und die Geschichte, die das Fahrzeug erzählt. Und das kann vom kleinsten Stellenwert im Marktbereich, also Marktwert sein, als auch bis zum hohen. Und das ist eigentlich auch das Schöne, weil was verbindet uns alle? Uns verbindet alle diese Leidenschaft. Und dadurch macht es irgendwie, das ist so eine schöne Community einfach, in der ich es liebe zu arbeiten. Toll. Tolles Schlusswort auch. Ey, Laura, danke, dass du uns einen Einblick gegeben hast, erstmal in dein privates Gefilde, da wo ihr schraubt und aktiv werdet, und auch in den total spannenden Job, den du da hast. Wie gesagt, wenn ihr Praktikumsstellen zu vergeben habt, so, ich wäre gerne bereit. Ja, genau. Hast du noch was du loswerden möchtest? Falls irgendwie mal Fragen sind oder sonstiges, wir stehen natürlich auch immer offen bereit und geben gerne Ratschläge. Ansonsten, wir haben viel auf unserer Webseite www.kuckuck.com. Ist jetzt irgendwie so ein bisschen Werbung, aber wir geben da tatsächlich auch viele Informationen preis. Und man kriegt irgendwie einen Eindruck, was man vielleicht selber als Privatmann auch nochmal anders machen könnte. Und ja, ich freue mich, euch sonst mal kennenzulernen. Ja, spitze. Okay, danke nochmal, Laura, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Werkstattbesuch. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Ich gucke mal auf meinen Plan. Um 13.30 Uhr geht es bereits weiter. Da sind wir in Hamburg bei Flying Classics. Und dann gehen wir wieder live. Ich schalte jetzt wieder einen kurzen Wartescreen ein und wir sehen uns dann. Erstmal tschüss, Laura. Tschüss, Kameramann. Danke für alles. Okay, tschüss. Ciao.